Wasser, Müllabfuhr, Gehwegreinigung. Vielen graut es jedes Jahr wieder vor der Betriebskostenabrechnung. Grundsätzlich werden die Kosten durch die Betriebskostenverordnung geregelt. Die Nachzahlung ist trotzdem noch höher als im Vorjahr. Tibor Hercek erklärt, welche Fehler von Anfang an vermeidbar sind, um nicht unnötig zahlen zu müssen. Im Grunde genommen fängt es bei dem Mietvertrag an, dass dort schon falsch die Betriebskosten vereinbart werden oder gar nicht. Dann werden die Abrechnungen auch formal schon häufig ganz falsch aufgestellt, dass nicht diese Minimalanforderungen erfüllt werden. Oder aber es werden Positionen aufgeführt, die gar keine Betriebskosten sind oder in den Betriebskostenrechnungen gar nicht auftauchen dürfen. Entstehende Kosten für die Hausverwaltung sind keine Betriebskosten. Also müssen sie nicht vom Mieter getragen werden. Bei Unklarheiten können vom Vermieter alle Unterlagen eingefordert werden. Ein paar einfache Punkte sind aber auch vom Mieter selbst kontrollierbar. Also wenn er eine Abrechnung bekommt, muss er einmal kontrollieren, für welchen Zeitraum das ist. Ist die Abrechnung überhaupt fristgerecht? Und zweitens sollte er auch natürlich prüfen, ob die Verbräuche und die Verteilungsschlüssel, die Umlagen auf ihn selbst korrekt auch mit den Wohnflächenanzahlen, Angaben auch korrekt in der Betriebskostenabrechnung angegeben sind. Wenn die Betriebskostenabrechnung nach der Frist von einem Jahr eintrifft, muss der Mieter Nachforderungen nicht zahlen. Geldbeträge, die der Vermieter an den Mieter zurückzahlen muss, werden trotzdem fällig. Und wer jetzt noch immer planlos vor seiner Betriebskostenabrechnung sitzt, kann sich durch eine Beratung beim Verband Wohneigentum helfen lassen.